Freunde, willkommen zu einem neuen Video aus unserem Heimatland Kosovo. Heute ein Foodvlog und wir essen das beste Hähnchen der Welt, Freunde. Te Halime, mein Lieblingsrestaurant in Kosovo. Ich übertreibe, Freunde, wirklich nicht. Das ist das beste Hähnchen auf ganzer Welt. Let's go mit Video. Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier aus Kosovo und heute zu einem Foodvlog. Wir sind hier bei meinem Lieblingshähnchenrestaurant, aber nicht nur in Kosovo. Ich finde für mich, Freunde, das ist das beste Hähnchen auf der ganzen Welt. Ich war schon in Dubai, in Japan. Für mich, Freunde, Te Halime, das beste Hähnchen der Welt. Wir essen heute hier ein halbes Hähnchen. Hinter der Kamera haben wir den Special Guest aller Kosovo-Vlogs, Patrick. Freunde, wir essen hier ein halbes Hähnchen. Checkt das aus, das ist unglaublich. Ich übertreibe nicht. Kommt hier gern vorbei. Und ja, wir setzen uns hin, bestellen ein halbes Hähnchen, Spezan Mors, Zanet Fota. Unglaublich. So, Freunde, wir haben jetzt hier das Menü. Wenn ihr hinkommt, ihr braucht eigentlich gar nicht gucken. Gispule, halbes Hähnchen. Und dann könnt ihr schauen, so Spezan Mors, gibt ganz viele Sachen. Spezan Mors sind richtig heftig. Also die Spezan Mors sind die besten Spezan Mors, die du jemals essen wirst. Und das halbe Hähnchen oder ganzes Hähnchen, ist eigentlich egal. Ne? Das ist crazy, Freunde. Der Rest ist auch gut, aber kriegst du auch in anderen Lokalen. Aber Hähnchen und Spezan Mors ist wirklich krank. Also ich habe noch nie so was Leckeres gegessen in meinem ganzen Leben. Weil die Jungs das auch schon gefragt haben, hier kriegen wir Geld, dass wir hier Werbung machen, die Kellner. Aber wir machen einfach so Werbung, weil es einfach geil ist. Weil es lecker ist. Genau. Und Freunde, das Lustige ist, wenn ihr auf Instagram geht, auf die Seite, die folgen nur drei Leuten. Einmal Marigona, das ist hier dieses Wohngebiet. Einmal so ein Wohngebiet in Prizren und meiner Seite. Man denkt wirklich, der Laden würde mir gehören, weil ich habe, glaube ich, vor 4 Jahren oder so, wann war der Vlog? Ich glaube, vor 4 Jahren war das. Nach Corona direkt. 2021. Also wo Corona angefangen hat. 2020. Da hatte ich die in einem Vlog erwähnt und da hat der Besitzer mir geschrieben, weil der in Deutschland wohnt, dass seine Söhne mich feiern und dann ist er mir gefolgt bei Instagram. Man denkt wirklich, der Laden gehört mir. Ich wünschte, der Laden würde mir gehören, weil das Hähnchen, Freunde, ist unglaublich. Geisteskrank. Ja. Freunde, wir waren gerade auf der Terrasse, weil es sind gerade 40 Grad in Kosovo. Auf der Terrasse sieht es nicht so edel aus, aber von innen, Freunde, ist es wirklich crazy. Sehr, sehr edel, sehr, sehr schönes Restaurant. Geisteskrank. Freunde, kommt hier gerne her. Bei dem letzten Vlog saß ich, glaube ich, da, genau hier. Sehr, sehr schönes Restaurant. Kommt hier gerne vorbei, Freunde. Wir bestellen jetzt erstmal ein halbes Hähnchen und dann zeige ich euch, wie das aussieht. Das sieht nicht aus wie ein normales halbes Hähnchen, Freunde. Das ist so in Fleischsaft eingelegt, in Soße eingelegt, in Mors eingelegt. Crazy. So, Freunde, wir haben jetzt hier bestellt Spezan Mors. Das sind Paprika in, was ist denn das? Schmand und Sahne Kaimak. Und keine Ahnung was. Kaimak. Ja, aber auf Deutsch. Aber ich kenne, Kaimak kennt man doch mittlerweile über die Türken. Kaimak kennt man? Ja, okay. Und dann das halbe Hähnchen, Freunde, das legendäre halbe Hähnchen. Und das war's, mehr brauchen wir nicht. Flasche Wasser, um das ganze Öl runterzuspülen. Ja, sprich. Und dann geht's ab, Freunde. Freunde, der erste Gang ist da. Spezan Mors, das sind Paprika, aber diese länglichen, die es nur in Kosovo gibt, so wie die hier schmecken. Borsches Bär. Und hier haben wir, Freunde, Kaimak heißt es, glaube ich, bei Türken auch. Also bei uns auch. Mors, sagt Aji. Das ist krank. Guck dir das an. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lecker das ist, ne? Freunde, wirklich, ich mach keinen Spaß. Wenn ihr fahrt einfach mal irgendwo in den Balkan, wenn ihr Tomaten hier esst, das schmeckt nicht nach Tomaten wie in Deutschland. In Deutschland, das schmeckt nach Wasser oder Gurken. Hier ganz anders, Freunde. Spezza, Drisch, Film. Einfach so, Schletter, so Schimpscher. Dos, Monagras, und das ist unvergleichbar, Freunde. Das ist wirklich jetzt geistkrank. Das ist wirklich, ich war schon, ich, guck mal. Ja, hört man mich überhaupt? Ja. Ich war schon in meinem Leben in krassen Orten essen. Wirklich auch so bei YouTube-Kontakt in so richtig fancy Sachen, ne? Aber das hier ist was anderes, Digga. Ich sag dir ehrlich, ne? Ich habe schon die krankesten Sachen gegessen, aber das ist wirklich krank. Einfach nur krank. Что я к ним не мечтали нейтраль? Че базане? Кое пармук я фар чашке, ксе фар мозаш. Тому не прокле вшамо ни кашот лјум тури. Јум не бом по хоа, беден по моз, му спеј сам по ни кашот лјум тури. Вшамо чуш јам сед, прво ми еден веќе ан. Ела дот ме пушу, се смог тоа ме крку, дот ме пушу, ај готуј. Ни кашот, ни готуј. Тој шкој 3 литра уј, не ни цобо. Цобо лјум тури. So, Freunde, das legendäre Hähnchen ist da. Guck ich das an. Das sieht nicht aus wie so ein halbes Hähnchen an so einem Imbiss in Deutschland. Guck ich das an. Das ist, Freunde, der Himmel. Der Himmel. Also wirklich, wenn ich sterbe, will ich das hier als erstes essen. Geisteskrank. Guck euch das an, Freunde. Wir haben hier eine halbe Hähnchen gebrutzelt. Unglaublich. Guck euch das an. Sauce. Great. Guckt euch das an. Indür. Fleischsaft. Das vermischt sich hier alles mit Mors, mit Soße. Crazy. Überbacken. Aber geisteskrank. Aber das Hähnchen ist so zart und so. Das ist. Guckt euch das an. Guck mal. Das geht einfach ab. Boah, das ist krank. Guck.
immer wenn ich hier bin, ich muss immer an dieses Meme denken. Kennt ihr das, wo so ein schwarzer Hähnchen ist und dann steht da auf, who made this chicken? Naja. Das bin ich jetzt. Film. Film, ich will auch essen. Freunde, das ist geisteskrank. Und jetzt, guck mal, du isst so ein Stück, dann nimmst du ein bisschen Brot, im Fleischsaft, in der Soße. Crazy, geisteskrank. Unglaublich. 10 von 10. Boah, den können wir mal tun mit Pula Palimit. Das Schlimme ist, das hier ist eine sehr, sehr große Portion, das kostet 4 Euro. Ja. Freunde, 4 Euro. Crazy, geisteskrank. Unglaublich, kommt hierher. So, der erste Biss von Patrick. Und dann mein zweiter. Ach, schon der zweite. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Kennt ihr das, wenn ihr selber Hähnchen macht zu Hause? Ich mache gutes Hähnchen, das mal 163, kommt dann der Geschmack raus. It's over 9000! Das ist so gutes Freunde. Ja, was ist das? Und diese Soße sind, was ist das? Gefällt das einfach nicht. Das Ding ist auch, Freunde, wenn man so in diesem Fitnessfilm ist, ich habe jeden Tag Hähnchen gegessen. Immer meine mindestens 500 Gramm. Irgendwann, du kannst kein Hähnchen mehr sehen. Das ist für mich wie Schuhsohle einfach essen. Ich wirke das einfach runter, aber hier, Freunde, wirklich, ich komme hier gerne hin. Egal wie viel ich esse, wie ich in meinem Fitnessfilm bin, egal wie viel Hähnchen ich heute gegessen habe, ich kann hier trotzdem essen. Ja, du hast eine Idee. Schauen wir uns dann mal in den Nerschern. Ich bin die Idee, das dritte Spiel, aber wir da liegen. Aber gut, du sagst, ich habe nicht mehr den Schülern wert und passiv. Aber gut, dann. Du hast nie den Passiv. Respekt, Jürgen, ja? Gut, das kann der eh schnappen. Jetzt kommt ein Gedicht. Der Kapacher hat auch Puren. Boah, ein Mikrofon im Hangar. Ja, ich lasse das schon mal. Das schon wie vor. Freunde, ihr habt meinen Cousin gehört, er kann selbst nicht aufhören, von diesem Hähnchen zu schwärmen. Und ich auch nicht, Freunde, es ist wirklich unglaublich lecker. Guckt euch diese leckere, crustige Haut an. Ihr nehmt einfach Brot, Freunde, tunkt es in diese Mischung aus Fleischsaft und Fett ein, esst das Brot. Unglaublich. Freunde, nehmt euch hier diese Haut in diesen Fleischsaft, in dieses Gemisch aus Fleischsaft, Soße und alles rein. Und dann essen. Das schmeckt nach Himmel, Freunde. Unglaublich. Geisteskrank. Tschüss. Der sieht halt aus wie so ein Alman. Ich sehe gerade auch diese übelste Touri. Ich weiß nicht, dass ich Albaner bin, und wir haben uns später morgens komplett weggehauen. Ich schwöre, ich kann nicht mehr, das ist geisteskrank, Freunde. Ich will am liebsten, würde ich mich hier reinlegen und einfach einschlafen. Guckt das an. Guckt euch das an, unglaublich. So, Freunde, das war das beste Hähnchen der Welt. Sieht hier jetzt aus wie ein Schlachtfeld. Spezan Maus, Hähnchen, bestellt euch das auf jeden Fall hier per Halime in Pristina. Ich glaube, wir haben insgesamt 5 Restaurants oder so, in Pristina 2 Stück. Kommt ihr gerne vorbei und wir ziehen jetzt ab zur Pristina Mall, die ist hier eine Minute mit dem Auto entfernt. Und let's go. Let's go. Freunde, wir sind dann rübergefahren zur Pristina Mall mit Patrick und haben uns einen Nachtisch gegönnt bei Big Scoop. Eine absolute Empfehlung von mir, Freunde. Da gibt es leckere Waffeln, Eistees, Smoothies. Wirklich sehr, sehr lecker. Vergesst nicht, Freunde, dieses Video zu liken, zu teilen und kommentieren, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Wir waren danach noch bei diesem Spieleparadies bei der Pristina Mall. Da haben wir auch einen Vlog zugemacht. Klickt ihn an, Freunde. Wir sehen uns bei einem neuen Video. Hallo, bye bye.